Le Freunde, willkommen zurück zu Clash Royale. Dieser Part hier ist mal wieder live kommentiert. Das bedeutet, ich kommentiere das hier gerade live. Und, naja, da schon mal zu Anfang des Parts. Entschuldigung, wenn es in diesem Part wieder etwas vulgärer zu Werke geht. Man muss es ja immer wieder sagen und betonen. Ja? Entschuldigen Sie. Wenn ich von anderen Leuten abgefuckt werde, dann tut mir das leid. Aber ist da nun mal so. Sie seien vorgewarnt. Es kann natürlich auch sein, dass ich heute gar nicht abgefuckt werde. Wäre eine Möglichkeit. Aber Näheres werden wir dann rausfinden, wenn wir den Part hier, seine Zeit nehmen lassen. Wenn er etwas an Zeit gewinnt, ja. Mit der Zeit kommt alles ans Licht. Wissen Sie Bescheid. Bevor wir jetzt aber kämpfen, gibt es eins wichtige Ankündigung und deswegen mache ich das hier auch heute per Live-Commentary. Und zwar kommt bald ein Update raus, beziehungsweise jetzt, wo ihr es seht, ist es vielleicht schon rausgekommen. Und zwar, Dankeschön, ihr seht, es gibt wieder neue Balanceveränderungen, die gehen auf den, Schweinehäcksler, wollte ich gerade sagen, aber er ist ja Scharfrichter. Scharfrichter, Klonzauber, Pfeile, Tornado, Bombenturm, Alkoholiker, ja, Baumfäller Joe, Elektromagier und Kampfholz. Diese Karten sind in der Balanceveränderung enthalten. Und da gucken wir uns natürlich auch heute mal an, was auf uns zukommt. Und zwar, der Scharfrichter bekommt seine alte Stärke zurück, sein Axtradius wird wieder um 10% erhöht, das finde ich sehr gut, weil ich nutze diese Karte. Das Kampfholz bekommt einen Nerf, finde ich auch sehr gut. Wir werden davon öfter rumgenervt, ja. So. Jetzt passt auf. Schaden. Minus 4% und Reichweite wurde auf 11,11 verringert. Ihr wisst ja, dass wir hier und da mal häufiger gegen Kampfholztypen spielen und die auch dann ihren Schaden da machen, ne? Und jetzt kommt nämlich hier die richtig dicke, und zwar mit ein bisschen weniger Schaden auf Türme und einer leicht verringerten Reichweite können wir diese extrem oft genutzte Karte fairer gestalten. Finde ich gut. Die Pfeile gewinnen an Geschwindigkeit, das heißt, wenn ihr die Pfeile auf das Feld legt, zum Beispiel ihr lasst einen Riesen nach vorne laufen, da kommt irgendwie eine Lakaienhorde oder eine Skelettarmee und ja, da könnt ihr da natürlich schon zuschauen, wie der Riese daran stirbt, obwohl ihr schon längst die Pfeile gelegt habt. Das wird jetzt hier verbessert, nämlich um 33% sind die Geschwindigkeiten der Pfeile, ja, erhöht worden. Finde ich gut. Der Klonzauber unterbricht, und das ist das Wichtige, und das ist das, worauf ich heute hinaus möchte, heranstürmende und attackenaufladende Truppen nicht mehr. Das heißt, ihr wisst ja noch, dass ich mich damals immer darüber aufgeregt habe, dass mein Funky resettet wird, wenn ich ihn klone. Oder auch mein Golem, wenn ich mal dieses Golem-Funky-Deck benutzt habe. Das ist ab dem Update nicht mehr so. Das heißt, wenn ich mit meinem Golem und meinem Funky an den Tower gehe und beide klone bei 4 Sekunden zum Beispiel, werden beide Truppen geklont. Und, schießen dann, jedenfalls bei den Funkies, nach einer Sekunde dann beide ihren vollen Schaden drauf. Finde ich sehr gut. Ja? Denn der Reset hat mich wirklich hier und da den ein oder anderen klaren Sieg gekostet. Und das ist eins nice Angelegenheit. Der Holzfäller wird ein bisschen gepusht. Der Bombenturm trifft, schneller die ganzen Gegners, nämlich wurde die Geschwindigkeit der Geschosse um 66% erhöht. Das ist ziemlich krass. So, und der Elektromagier betäubt Ziele nicht mehr permanent. Und das ist halt auch eine Fehlerbehebung und die dient quasi als Orientierung für Betäubungs- und Frostmechaniken. Ja, denn alle Betäubungs- und Frosteffekte pausieren nun lediglich den Angriff des Ziels und führen dazu, dass sie sich danach erneut für ein Ziel entscheiden. Einzige Ausnahme ist natürlich, ja, Kacke, aber jetzt machen Funky, Inferno-Turm und Inferno-Drachen, ne? Aber, ja. Was willst du machen? So. Das heißt, wenn der Elektromagier rauskommt, wird, ja, und wenn er halt attackiert, wird trotzdem zurückgesetzt, ne? Und der Tornado kann jetzt auch auf Gebäuden platziert werden. Da frage ich mich, ging es vorher nicht? Das wäre mir neu, wenn ich den Tornado nicht auf einem Gebäude legen kann, dass ich das nicht darf. Ich habe es nie ausprobiert, glaube ich, aber ging das echt vorher nie? Oder bin ich hier gerade neu? Keine Ahnung. So, ihr seht, ich habe mein altes Deck reproduziert,
animiert und das wird nach dem Update wieder genutzt. Denn wie gesagt, der Klonzauber hat einen Push bekommen, der Scharfrichter hat einen Push bekommen und das werden wir ausnutzen. Wissen Sie Bescheid. Gut, bevor wir aber mit diesem Deck weitermachen, gehen wir auf das hier. Oder auf das? Nein, auf das. Ja, wir machen mit diesem Deck weiter und genießen das Leben damit. Oder auch eben nicht, denn ich habe euch ja schon mal vorgewarnt, es kann sein, dass ich heute wieder vollkommen ausraste. Es kann passieren, er muss aber nicht. Ja, wissen Sie Bescheid. So. Gut, dass wir das geklärt haben. Ich gehe mal nach rechts. Hallo. Willst du etwas tun nun? Ey, hallo. Ein Schwein. Mhm. Er geht ja auch nicht auf den Tower drauf. Das ist auch eine sehr, sehr gute Sache auf jeden Fall. Und haut mit dem, ja, mit der Rakete nur auf den Funky. Man muss sagen, ja, natürlich ist die Rakete stark genug, um meinen Funky kaputt zu machen. Dann ist es auch ein Level 10er. Ja gut, da kannst du halt auch nichts gegen tun. Ja? Wissen Sie Bescheid? Aber jetzt wird er mich wahrscheinlich mit seinem Angriff richtig durchficken. Aber auch nur, was die Lakaien angeht. Ja. War doch eins guter Notnagel. Nur habe ich jetzt das Gefühl, dass er wieder ein bisschen mehr Elixier hat als ich und deswegen gleich richtig auf die Kacke hauen kann, ne? Hui, hui, hui. Meine Brudinen. Das kann wehtun jetzt gleich, ne? Oh. Wenn er jetzt gleich die Rakete macht. Sehr schön neutralisiert. Eieiei. Aber es könnte wieder ein Unentschieden werden, weil ich sehe jetzt nicht die besten Chancen darin, ihn zu besiegen. Ich sehe es nicht. Leider. Ich habe nur Angst. Ich habe nur immer Angst vor seiner Rakete, wisst ihr? Es ist halt hammerhart. Wenn er jetzt gleich einmal mit seiner Rakete durchkommt, dann wäre es das nämlich auch. Ist halt ein Hurensohn, ne? Ist halt ein Hurensohn. Der kann nur mit Raketen gewinnen. Ist halt ein Hurensohn. Ist halt so, ne? Ist halt so ein Raketen-Hurensohn. Können ja auch nichts anderes als mit Raketen gewinnen. Ist halt ein Hurensohn. Ist halt ein Hurensohn. Ne? Level 10er Hurensohn, der hier rumnerven muss. Ist halt so, ne? So ein richtiger Raketen-Hurensohn. So ein richtiger Raketen-Hurensohn. Naja, der Giftzauber. Naja. Und er kann auch nichts anderes außer das, ne? Giftzauber und den Scheiß. Sonst kann er auch nicht nach vorne kommen, ne? Sonst schafft er es auch nicht nach vorne zu kommen. Schafft er ja auch nicht dann, ne? Muss man auch ganz klar sagen. Anders schafft er es ja auch nicht. Naja. Da wird am Ende der Giftzauber wieder entscheidend sein. Ich sag euch das. 100 Pro. Hm.
Ne, also am Ende des Tages ist es halt so ein Hurensohn, der nur wegen Giftzauber gewinnen kann. Ist halt auch wieder ein Hurensohn. Ich will es nicht jedes Mal sagen, aber es ist halt wieder ein Hurensohn. Ne? Ist halt einfach so, ne? Und am Ende geht er mit dem Königsriesen drauf und gewinnt das sowieso deswegen. Das ist halt einfach so. Ne? Am Ende macht er das deswegen. Das ist halt einfach, ne? Ist halt ein Hurensohn, ne? Ist halt ein richtig dreckiger Hurensohn. Muss man einfach sagen, ist halt einfach so. Kann halt nichts anderes, außer mit seinem Königsriesen, ne? Ist halt ein Hurensohn, ne? So ein richtiger Hurensohn. Ist halt ein richtiger Hurensohn, so, ne? Ist halt, muss man ganz klar sagen, ist ein richtiger Hurensohn. Ist halt ein richtiger Hurensohn. So ein richtiger Hurensohn. Kann nur mit Giftzaubern gewinnen. Und halt auch nur so, ne? Ist halt ein richtiger, ist halt so ein richtiger Hurensohn. Ne? So ein richtiger Hurensohn. Level 10er Hurensohn, der hier rumnerven kann, ne? So ein richtiger Hurensohn. Ah, bin ich froh, dass es dann mit solchen Leuten endlich mal vorbei ist nach dem Update, ne? Denn solche richtigen Hurensöhne hast halt zu oft hier, ne? Naja. Level 5. Klar. Klar. Warum denn auch nicht? Hast du eigentlich so bei solchen Hurensöhnen hast du halt einfach direkt keinen Bock mehr, ne? Ist halt einfach so. Die Leute nehmen aber alle heute wieder so einen Inferno-Drachen mit, ne? Können ja auch nichts anderes, ne? Können ja auch so an sich wieder nichts anderes, ne? Ist halt einfach so, ne? Können ja nichts anderes. So mit einer Prinzessin rumnerven, mit einem... Ja, ne? Inferno-Drachen rumnerven. Können ja auch nichts anderes dann wieder, ne? Unnötig, ich hätte irgendwas anderes machen können, dann den Knall ziehen können, aber... Naja. Fakt ist, er hat gerade eben die Skelettarmee gezogen, das heißt, er kann sie jetzt gleich nicht nochmal benutzen. Willst du mich verarschen? Er war im Kreis. Das ist schlecht. Was soll der Scheiß? Es ist richtig schlecht. Es ist einfach richtig schlecht. Was soll das? Warum wird er nicht in die Mitte gezogen? Das verstehe ich dann wieder nicht, ne? Das würde ich gerne verstehen, aber ich kann nicht, weil es richtig schlecht ist. Das ist doch alles eine Hurensöhnlichkeit. Ja. Okay. 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 Ne? Natürlich trifft der Funk wieder nicht, ne? Natürlich nicht. Natürlich. Klar. Ne? Ah, natürlich trifft er nicht, ne? Natürlich trifft er nicht. Natürlich. 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 Und natürlich geht auch der Schaf hier nicht auf den Drachenscheiß-Bastard drauf, ne? Klar. Normal.
Ah, ist das geil hier. Ist das geil. Ist das cool. Ah, richtig geil. Richtig cool. So richtig geil. Na? Ah, richtig cool. Richtig cool. Na? Kannst du einfach nichts gegen machen. Naja, bei so einem Bastard lieber einen Unentschieden rausholen. Bei so einem richtig nervigen Bastard lieber einen Unentschieden rausholen. Ja, heute keinmal gewonnen, weil halt wieder so richtige Hurensöhne am Start sind, ne? Würde ich am liebsten bis zum Update gar nicht spielen, weil halt diese nervigen Hurensöhne, ne? Das ist halt richtig nervige Hurensöhne. Haut rein, ciao.